So, was haben wir denn hier hinter? Oh, das alte Dungeon-Herz. Okay, und hier geht's instant zu dem Gegner rein. Gut, da sollten wir also noch nicht hin. Das sollten wir noch nicht machen. Wir wollen ja erstmal die ganzen Sachen... Aha, er wird beschossen. Genau das wollte ich nämlich. So, wo bleibt meine Gasfalle? Fühlt sich da wieder keiner zuständig für, oder was? Doch, die wurde schon mitgenommen, oder? Also hier oben ist die eine. Ey, wo bleibt die Lieferung? Da. Endlich. So, und dann bauen wir hier hinter jetzt die Barrikade auf. So, komm mal her. Damit der mal ein bisschen schneller das macht. Dankeschön. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch drei Gasfallen hier. Naja, dreimal die Gasfalle. Was machen wir jetzt mit diesem wunderschönen Gasfallen? Wir müssen uns irgendwas Schönes überlegen. Ich würde jetzt gerne erstmal hier ein Dingens hinbauen. Oh, der Riese. Jetzt wird der Riese aber sauer. Ey, der Riese kommt. Ja, egal. Soll er halt gegen meine Fallen kämpfen. Obwohl, warte mal. Wir können ja hier ein bisschen helfen. Die können nämlich auch durch Lava gehen. Nein! Hat echt mein Dingens kaputt gemacht, jetzt meine eine Falle. So geht's da nun nicht, Freundchen, ne? Und kaputt. So. Das hätten wir geschafft. Da ist immer noch ein Riese, okay. Ich würde gerne den mal anschießen. Okay, da kommt er. So, Vorsicht. Und zack. Jetzt alle rauf da. Schnappt ihn euch. Die eine Elfe ist abgehauen. Ich glaub's aber nicht. So, da kommt der Klinghagel. Sehr schöner Zauberspruch. Und zack. Einmal gestunt. Den haben wir. Sehr schön. Da kam sogar noch der eine Dingens. Es hat übrigens wirklich noch ein Goblin meinen Dungeon verlassen, ne? Das finde ich echt uncool. So, der Magier schießt. Aber warte mal, wir können meine... Ja, schieß ruhig rüber auf die Fliege. Oh. Kam da Riesen? Ich bin mir nicht sicher. Er kann auf jeden Fall da erstmal rüberschießen. Die rennen... Es ist nur ein Magier, das weißt du schon, oder? Die haben echt Angst vor... Ah, nee, auch ein Riese. Okay, warte. Dann machen wir es anders. Und Angriff. So, und jetzt würde ich gerne den wieder stunnen, notfalls. Zack. Und alle rauf. Alle rauf, alle rauf, alle rauf. Ich will euch kämpfen sehen. So, sehr schön. Okay, alles klar. Ah, wir könnten uns mal einen anderen Spaß machen, Leute. Da habe ich gerade richtig Bock drauf. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen es anders. Den hier verkaufe ich kurz. Und jetzt baue ich hier... Hier meine Gasfallen hin. 1, 2, 3, komm mal her. Bitte einmal die Lieferung schnell abschließen. Ey! Weiß nicht, warum die hier immer bei den Fallen irgendwie so komisch arbeiten. Gut, das hätten wir dann. Alle heilen. Ah, Fog of War. Und Level Increase. Sauber. Level Increase ist immer gut. So, wenn hier die Gasfallen gleich sind. Zack, dann baue ich hier eine Brücke rüber. Geh da weg, geh da weg. Danke. Oh, der Dingens schießt sogar schon. So, und jetzt bauen wir hier den Weg rüber. Jetzt können die ja gerne angreifen. Ja, komm. Zack, der wurde sogar schon beschossen. Ja, die wollen nicht, ne? Der Wächter. Was ist mit dem Wächter? Wenn ich hier jetzt einen Imp hinwerf. Na komm, kannst du dem Imp hier widerstehen, Wächter? Na komm, 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 jag ihn. Oh, wir haben einen Magier bekommen. Endlich. Ah, die wollen nicht, ne? Ich glaube, ich muss meine Armee hierher schicken, leider trotzdem. Ach Mensch, das ist ja ärgerlich. Oh, jetzt, doch, jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht.
Zack, los, vergast ihn, der muss sterben. Ach, ich habe übrigens alle... Ich habe alle Fallen gebaut, ne? Hab nichts bekommen, oder? Los, Feuer, Feuer! Da sind sie tot. Was ich jetzt mal machen werde... Ich baue noch eine Sentry und eine Gasfalle. Denn es kann natürlich auch sein, dass ich die Zeit gleich haben muss, damit irgendwas triggert. Oder vielleicht triggert ja auch gar nichts. Das kann auch sein. Wir könnten aber auf der anderen Seite mal eben schnell meine Goblin-Armee hier reinschicken, um den einen Magier zu killen. Der ist zwar Level 5, aber das sollten die Goblins hinbekommen. 15.000, das können wir uns sogar noch leisten. Sehr schön. Tötet ihn! Nice one. Dankeschön. Wo ist der hingegangen? Der, oh, jetzt will er... Komm her. Ich geb dir Geld. Ich geb dir Geld. So, alles klar. Und jetzt wird hier weitergearbeitet. Und mal ein bisschen schneller. Hier, kriegst du erstmal eine Schelle. Der wird hier jetzt eingeschlossen. Der muss hier jetzt arbeiten. So, geht doch. War das jetzt so schwer? War es denn so schwer? So, du kannst die direkt einsammeln. Und die Gastrap. Danke. Und schon bist du wieder frei. Siehst du, jetzt kannst du wieder machen, was du möchtest. So, hier scheint es wirklich gar nichts hinter zu sein. Und dann sammeln wir das Gold ein. So, da kommt die erste Falle. Jetzt bin ich gespannt, ob irgendwas triggern wird. Drei, die Barrikade. Und eins, zwei und drei Türen, ja. Hm. Also ich habe alle gebaut. Vielleicht hat er das auch nur just for fun gesagt, dass ich das bauen soll. Vielleicht triggert das ja auch gar nichts. Das kann auch sein. So, sehr gut. Da haben sie sich schon durchgearbeitet. Hier hat das gerade so geleuchtet. Solid Rock. You have claimed a library. Ah. Experience Level für unsere Kreaturen. Fog of War hatten wir irgendwo, ne? Der hier, ne? Ne, Gold. Heal all. Increase Level. Increase Level. Hä? Ich hatte doch irgendwo Fog of War. Hm. Okay, also, warte, wir bauen hier übrigens noch mal überall so ein bisschen Dingens hin. Denn, ja, genau, hier ist noch ein zweites Mana-Boost, okay. Ich glaube, das war's an... Oh, shit, mein Geld. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe kein Gold mehr gleich. Oh, fuck. Ist hier noch irgendwo... Warte, nee, wir haben Spells, oder? Hier. So. Ich meine, das waren die beiden einzigen Items, die wir haben. Ich baue hier mal eben eine Dingens rauf. Ne, alles gut. Mana Boost. Machen wir. So, und einmal hier noch bauen. Okay, ne. Alles klar, dann haben wir die magischen Items gefunden, die wir finden wollten. So. Das hier kann weg. Und das hier kann auch wieder alles weg. So, sehr gut. Das hier kann sowieso weg. Das Gebäude hier ist zerstört, also der Raum, wo die Gegner spawnen können. Your portal has attracted as many creatures as it can. So, okay. Habe ich ein bisschen Verlust gemacht mit der ganzen Geschichte. Aber wir wollten natürlich sämtliche Dingens hier lüften, sämtliche Geheimnisse. Ich frage mich halt, wo jetzt... Ist das alles Increase Level? Ja. Krass. Ich hatte doch irgendwo einen Zauber, der den Fog of War revealed, oder nicht? War das der in der Torture Chamber? Nee. Oh, sind die blöd? Die sollten trainieren. Ich hasse die eisernen Jungfrauen, ne? Ohne Witz. Increase Gold und... Mana Boost, okay. Increased. Ach nee, ah, da stand wahrscheinlich Fog of War, weil ich das... Ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Also alle heilen, bla bla bla. Wir könnten theoretisch jetzt, glaube ich, hier durch und zum Angriff übergehen, wa?
Ich meine, wir haben dann jetzt alles gesehen, was es zu sehen gibt. Und dann können wir erstmal Horny spawnen lassen einfach. Mit Horny macht das Kochen Spaß. Maggi, Maggi, Maggi. Bam, bada. So, okay, wo bleiben meine Impus, Zockus, Impus, Zockus? Einmal aufbauen. Ach, mein Casino ist nicht zu klein. Oh, Mann. A mistress has become unhappy because she hasn't been paid. Was? Doch, hier wurde jeder bezahlt. Das ist eine dreiste Lüge. Wenn jemand behauptet, er wurde nicht bezahlt. So, ja, wir nähern uns jetzt wirklich schon dem Levelende, Freunde. Und ich würde sagen, wir lassen das auf jeden Fall erstmal mit Horny. Horny kann ja direkt sich kloppen. Da habe ich richtig Bock drauf, Horny nochmal zu beschwören. Und ich denke mal, ihr habt auch nichts dagegen, wenn wir Horny zum Angriff losschicken. Gut. Level Up können wir trotzdem gleich nochmal machen. Ich hoffe, dass wir diesmal alles haben. So, guck mal, wir machen schon mal Level Up, Level Up. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gegenstände wir jetzt eigentlich schon benutzt haben. So, hier oben habe ich alles abgegrast, hier auch. Ne, Leute, hier wird es, glaube ich, keine... Hier wird es nichts mehr zu holen geben. Glaubt da nicht dran. So, hier wird gleich die Schlacht entbrennen. Jackpot-Winner. Oh, jemand hat den Jackpot gewonnen, Freunde. Ich bin gespannt, wer hat's hier? Die dicke Party geht hier los, da. Burn, Baby, burn. Disco Inferno. Ah, hier, er, der Dunkelelf, hier. Guck mal hier, der wird jetzt richtig Geld kriegen. Mal schauen, wie viel. Danach bin ich arm, ey. Burn, Baby, burn. 17.000 hat er bekommen. Boah, und schaut euch an, wie die Leute hier alle am Abdancen sind. Woohoo. Das ist so lustig, das Casino. Das ist so geil gemacht. Alle am Dancen hier, ey. So, aber wir wollten eigentlich kämpfen. Wir sind eigentlich zum Kämpfen hier, oder? Hier, beeil dich mal. Schön einnehmen und dann wird Horny gleich gespawnt. Ah, Horny da. Da werde ich ja ganz Horny bei, ey. Ah, Horny wird das reißen. Horny wird das reißen. Auch wenn wir jetzt High-Level-Creatures haben. Aber ich hab Bock, dass Horny mal hier den Angriff macht. Okay, da geht's los. Und Horny wird aufs Schlachtfeld gerufen für 100 Sekunden. Horny legt sich direkt mit dem Level-Boss gleich an, Freunde. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Bam! Da geht die Schlacht los. Zack, Horny. Horny gegen den Rest der Welt. Angriff! Designs will never succeed while I still draw breath. Das Duell hier, Freunde. Da kommen die Blitze der eisernen Jungfrauen und da kommt meine Armee aus dem Hintergrund hereingeschneit. Alle ein sehr hohes Level. Die Gasfalle wurde hier gerade aktiviert, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Guck mal, der hat. Ja, er ist gleich down. Horny wird das Ding entscheiden. Der Portaljuwel liegt da auf dem Boden und Horny teleportiert sich mal kurz hier rüber. Und kann jetzt das Portaljuwel einsammeln. Wir haben Level 8 abgeschlossen. Und wir haben auch alles geschafft. Wir haben, meine ich, alle magischen Gegenstände gefunden, die Phil uns aufgetragen hat. Wir haben die 5 neutralen Kreaturen befreit. Und wir haben auch die Fallen gebaut. Da ist leider nichts getriggert. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es da vielleicht eine kleine Belohnung oder sowas extra gibt nochmal. Aber nein, da habe ich falsch gewettet. So, Horny hat den Portaljuwel. Level 8 ist damit wirklich offiziell zum Ende gekommen. Und wir schauen einfach mal, was wir im nächsten Level Neues kriegen. Establish patrol routes with the guard post. Braced doors boast a tougher, smarter design. Well done, Keeper. Even Horny was impressed with this victory. You assembled a mighty contingent of many creatures and used your limited resource as well. Ach echt? Das ist alles, was du zu sagen hast? Naja, Leute, wir haben das Level auf jeden Fall gewonnen. Wir haben alle Special Items gefunden, selbst die, die in der Lava versteckt waren. Vielen Dank, dass Phil hier wieder mal mir eine schöne Aufgabe gestellt hat und auch ein paar Hinweise gegeben hat, ein paar Tipps. Und ja, ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall euch auch genauso viel Spaß macht wie mir, denn es ist immerhin nochmal ein bisschen was anderes als das erste Let's Play, wenn wir hier nochmal versuchen, alle Special Sachen zu finden und so weiter und so fort. Jemand hat den Jackpot heute noch gewonnen, das habt ihr auch noch
nochmal gesehen und ja, der Gegner liegt im Boden. Ich würde sagen, Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht den Fokus verlieren. Immer schön auf das Ziel konzentriert bleiben und lasst euch nicht ablenken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dungeon Keeper. Haut rein. Oh.